Storage ist die Grundlage. Um diese Daten generieren zu können, müssen diese Daten auch gespeichert werden können. Damit ist Storage letztendlich die Grundlage für die Digitalisierung, die sich aus diesen Datenmöglichkeiten ergibt. Wenn wir die Zahlen uns genau anschauen, wir sehen, dass die strukturierten Daten weniger schnell wachsen. Das ist so das Kerngeschäft der Firmen, wie es in der Vergangenheit sich entwickelt hat. Die nicht strukturierten Daten, die explodieren geradezu. Vielleicht ein paar kleine Zahlen. Bis zum Jahr 2000 hat die Menschheit etwa 2 Exabyte an Informationen generiert, Bücher, Tontafeln, Filme, alles zusammengenommen. Heute produzieren wir 14 Exabyte pro Tag, sodass wir in diesem Jahr etwa 20 Zettabyte an Daten generiert haben. Und das wird sich bis zum Jahr 2025 nochmal steigern auf die unglaubliche Zahl von 165 Zettabyte. Für mich eines der wichtigsten Beispiele ist die Medizin. Wir haben natürlich schon sehr viele Daten über Mikroskope oder über Röntgenaufnahmen, CRT, MRT-Aufnahmen. Jetzt kommt hinzu, dass man sehr günstig das Genom der Patienten analysieren kann. Was noch dazu kommt, das Genom ist relativ klein, was die Datenmenge angeht. Nettodaten 700 Megabyte, brutto mit all den Sequenziermeta-Informationen sind es dann mal 200 Gigabyte. Wenn man jetzt noch das Genom der Bakterien im Darm mit protokolliert, da reden wir über hunderte von verschiedenen Arten von Bakterien, die einen Einfluss auf die Gesundheit haben, dann kommen wir sehr schnell in den Bereich von Terabyte an Daten, die für jede einzelne medizinische Diagnose genutzt werden können, um den Patienten sehr individuell mit der richtigen Therapie ausstatten zu können. KI kann überall da Mehrwerte bringen, wo die Welt besser verstanden werden kann, wo wir die Welt sehen, wo wir die Inhalte verstehen, wo wir die Konzepte verstehen. Das Sehen der Welt über Videokameras beispielsweise generiert natürlich per se sehr viele Daten. Für den Algorithmus, der klassisch prozedural geschrieben wird, ist es extrem schwierig zu verstehen, was in einem bewegten Bild passiert. Deswegen lernen wir neuronale Netze, tiefe neuronale Netze mit vorhandenen Daten, beispielsweise die Videoinformationen, die Fahrzeuge generiert haben, die getaggt werden, werden gelernt, um Gegenstände auf der Fahrbahn zu erkennen, sodass Autos immer mehr selbstständig werden können und reagieren können auf das, was im Verkehr passiert. Das ist eine reine AI-KI-Aufgabe, um aus den Daten, die da sind, in Echtzeit dann Entscheidungen treffen zu können. Also die Welt zu verstehen, um mit dieser Welt zu interagieren und letztendlich die Automation dieser Welt voranzutreiben. Thank you.